Die Heute-Express-Nachrichten. Guten Tag. Die USA haben dem Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech eine Notfallgenehmigung erteilt. Laut US-Präsident Trump sollen die ersten Impfungen innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Die Hersteller sprechen von einem 95-prozentigen Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung. Die USA sind das sechste Land, in dem der Impfstoff vorläufiges grünes Licht erhält. Schauen wir auf die Corona-Situation in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet 28.438 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind 5.120 mehr als vor einer Woche. Auch 496 Todesfälle kamen dazu. Besorgniserregende Zahlen, die den Ruf nach verschärften Maßnahmen immer lauter werden lassen. Ein gemeinsames, bundesweites Vorgehen will Kanzlerin Merkel morgen mit den Ministerpräsidenten abstimmen. Dabei geht es auch um Beschränkungen an Weihnachten. Einige Bundesländer haben ihren Kurs bereits verschärft. Es ist ein weiterer Rückschlag für US-Präsident Trump im Kampf gegen seine Wahlniederlage. Der Supreme Court wies eine Klage aus Texas ab. Der Bundesstaat hatte gegen den Wahlausgang in vier Staaten Beschwerde eingelegt. Das oberste Gericht sah Texas aber nicht dazu berechtigt, in die Wahlen eines anderen Bundesstaates einzugreifen. In Albaniens Hauptstadt Tirana sind hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Dabei gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auslöser war der Tod eines jungen Mannes am Dienstag. Er war von der Polizei erschossen worden, weil er die Sperrstunde nicht eingehalten hatte. Der Innenminister ist inzwischen zurückgetreten. Ein Polizist befindet sich in Untersuchungshaft. Jetzt sind Sie wieder auf dem Laufenden. Und damit Sie es bleiben, empfehlen wir Ihnen noch die ZDF-Heute-App. Machen Sie es gut.